Ich bin der Macher Dorian, ich bin 22 Jahre alt und ich bin Freestyle Mountainbiker. Freestyle Mountainbike, das ist quasi der Überbegriff für mehrere Radsporten, sage ich mal. Ich betreibe speziell als Slopestyle Mountainbike. Da geht es darum, so viele verschiedene Tricks wie möglich zu machen. Am Sport reizt mich, ich würde sagen, die Risikobereitschaft, die Zusammenarbeit beim Training, als gegenseitig pushen, einfach den Gedanken freien Lauf lassen irgendwie, weil bis nach oben, da gibt es keine Grenzen, jeder beginnt gleich. Wie ich 3 war, habe ich mein erstes Motorrad gekriegt und wie ich 6, 7 war, habe ich dann die Begeisterung zum Radsport entdeckt. Wir sind über Bierbänke, Biertische, Gehsteigkanten, alles was wir gefunden haben, sind wir einfach drüber gesprungen. Wenn du ihm gesagt hast, der soll auf der Straße normal dahin fahren, ist er schon rechts am Berg auf, links in Graben auf, ist er hin und her gekupft wie ein Einser. Er ist nicht normal gefahren. Ja, der Dorian war als Kind ein sehr, sehr sturer Kopf, dass er heute noch ist. Im Nachbarswald unten hat er sich selber Bahnen geschaufelt wie ein Wilder mit dem Spaten. Da kannst du eine ganze Serie drüber tragen, was Sachen im Wald gebaut haben, was Sprünge gebaut haben, wo sowieso keiner geglaubt hat, dass irgendwie drüber springen kann. Aber sie haben es probiert, sie haben sich halt weder und sie sind nachher wieder guten Mutes weitergefahren. Ich war damals nicht wirklich gerade der einfachste Bub. Hab mich dann auch immer und immer wieder mal gern wehtan. Ich hab mir schon 4-mal die linke Hand gebrochen. Ich hab mir die rechte Hand schon mal gebrochen. Ich hab mir die Nasen gebrochen. Ich hab mir Finger gebrochen. Ich hab mir in der linken Hand die Bänder schon eingerissen. Ich hab mir dieses Jahr in Kanada in der rechten Schulter alle 3 Bänder abgerissen. Aber auch jeder Crash ist wichtig. Man lernt daraus und man lernt auch damit umzugehen. Ich trainiere 3 bis 4, 5 Mal die Woche am Fahrrad. Das Training zusammen mit dem Dorian ist extrem lustig. Ich glaube, der Dorian ist so immer für den Schmäh offen oder immer für irgendeine Blödsinnigkeit. Und keine Ahnung, das ist auf jeden Fall was, was ich halt auch mega schätze. Ich bin seit 2012 bei der Banana Crew. Das ist ein Freestyle-Sportverein. Wir sind ein bunt gemischter Haufen von Homies, die sich da in Hartberg bei uns in der Halle immer treffen und regelmäßig trainieren. Wir veranstalten in ganz Österreich Freestyle-Shows und das machen wir wirklich mit Leidenschaft und das ist auch das Coolste am Sport. 2010, das weiß ich auch noch ganz genau, da bin ich in der Grazer Stadthalle gesessen bei Masters of the Art und ich habe mir dort schon gedacht, hey, ich möchte dort irgendwann einmal dabei sein. Ich begreife es quasi immer noch nicht, dass jetzt soweit ist, aber ja, da habe ich einen großen Traum in Erfüllung gebracht. Neue und gefährliche Tricks auszuprobieren, das ist so eine Sache, die ich irrsinnig gern habe, muss ich sagen. Die Leute glauben immer, dass wir furchtlos sind, wir keine Angst haben und einfach drauf losprobieren. Das ist aber absolut nicht so, also es ist schon ein kalkuliertes Risiko. Wenn ich in die Rampe reindrop, dann denke ich so gut wie an gar nichts anderes als an meinen Stunt, an meinen Sprung. Da kann um mich herum was Gott was passieren, da können Bomben explodieren, keine Ahnung, da bin ich wirklich nur focused auf mein Ding. Aber wenn man dann wirklich in der Luft ist, dann ist es einfach das Geilste überhaupt. Also ich würde jungen Sportlern gern mit auf den Weg geben, hey, bleibt immer dran, echt, lasst euch nichts einreden,
nichts ist unmöglich, irgendwie geht's immer. Meine Pläne für die Zukunft sind natürlich weiter performen wie bisher. Mein Können, meine Tricks auszubauen und zu erweitern. Und natürlich auch in der Contest-Serie gute Resultate zu liefern. Mal schauen, was da in den nächsten 3-4 Jahren alles noch so kommt.